den Rechner mal fertig gemacht und so weiter. Die hat sich irgendwann einen neuen Prozessor geholt und meint so, ach, ich mach mal selber. Und hat da wirklich die ganze Tube drauf geklatscht. Ja, und das ist too much. Dann verbinden sich andersweitige Kontakte, die sich nicht verbinden sollen. Genau, und dann macht es einfach nur mal so richtig schön Puff und dann ist der Rechner gewesen. Ja, ist so bei ihr passiert, weil einfach die Relais einen Kurzschluss hatten. Das Zeug leitet Strom. Und wenn du dann das Zeug in die Relais und so rein matscht, dann hast du den kurzen drin. Und dann macht es einfach Peng und dein System ist in Jordan geschossen. Also Prozessor tot, Mainboard tot, alles tot. Sie konnte von dem ganzen System eigentlich nichts mehr verwenden, bis auf die Festplatten. Die haben es Gott sei Dank überlebt. Aber selbst die können tot gehen. Ne? Absolut. Absolut. Das ist nämlich gar nicht schön. Weil, ja, auch gerade bei Festplatten muss ich sagen, ne, viele, die speichern ihre Daten nur einmalig. So, ja, habe ich auf dem USB-Stick oder habe ich hier, habe ich da. Macht das bitte doppelt. Also einmal auf einer Festplatte, vielleicht intern oder extern, ist egal wie. Und einmal nochmal separat auf einen anderen Datenträger. Weil, wenn euch einer davon abraucht, bumm, habt da mal eben so einen riesen Datenverlust. Ne? Oh ja. Das ist schon schön. Also meine Frau hat selbst geschafft. Hatte, glaube ich, so um, ja, weiß ich gar nicht, einen Terabyte. Festplatte mit ja, 700, 800 Gigabyte Musik drauf und so ein Kram. Ja, und die hat sich dann irgendwann mal von heute auf morgen abgeschossen. Ja, super. Ja, weil es muss ja nur ein Relais oder so mal durchgehen. Und dann sagt die Platte, nö, ich laufe heute nicht mehr. Und morgen auch nicht. Weil ich bin einfach fertig mit der Welt und dann war es dort. So, und dann sitzt er da und sagt, schade, meine ganzen Alben, futsch. Ja, das ist dann richtig böse. Kann man wirklich nur betonen, also, ne? Und auch wenn das gebrannt habt oder sonst was, nicht jeder Datenträger hält ewig. Also, es ist auch so, selbst wenn man es in den Schrank packt oder so, es kann 10 Jahre halten, es muss aber auch nicht. Ne? Also vor allem nicht diese ganz billigen Rohlinge kaufen, weil da ist es so nach, ja, weiß ich gar nicht. Also ich habe damals die von Aldi mal genommen oder so, diese LiveTech oder wie die Dinger hießen. Evion. Hm? Evion heißen die bei Aldi. Evion? Nee, ich glaube, das ist, och, das war in den 90ern. Ah nee, du hast Aldi Nord, Moment, was? Ja. Ja, irgendwie ließen die Live-Tech oder so. Ja, noch ein paar rumfliegen von. Also ein paar haben es wirklich geschafft. Aber ein paar ist so, dass oben die Beschichtung einfach oben abgeht, ne? Ja. Die ja quasi den Laser spiegelt. Dass er wieder zurück zum Laser-Ausgangspunkt schießt, damit es überhaupt gelesen werden kann. Ja, und dementsprechend schießt du durch die Scheibe und dann lösen? Nö. Ja, kannst auch Alufolie oder so drüber kleben. Aber, ja, liebe Kinder, macht es lieber nicht. Weil, wenn die sich wiederum davon löst oder sowas, dann habt ihr die auf einmal in eurem Laufwerk. Und dann ist auch Sense im Gelände. Ja, ja. Dann ist das Laufwerk hinüber. Ja, also im schönsten Fall. Also ich habe schon Sachen erlebt. Also da ist eine CD. Also du hast ja eigentlich das Teil, wo du es einlegst, ne? Also dieses Klingteil und oben drüber ist quasi ein kleines Gewicht, was die CD quasi nach unten drückt. So, und da ist irgendwie das Gewicht auseinandergefallen, weil es wird quasi von oben und unten einfach so zusammengepresst, dass das quasi so drin hängt. Da ist einfach ein Loch durch und da hängt das Gewicht drin. So, und diese Pressung hat sich irgendwann nach Jahren mal verabschiedet. Und dann ist das Teil auseinandergefallen und die CD ist von dem Ding abgehoben und ist hinten in das Laufwerk reingeflogen. Und hat sich dann, ja, also die konntest du nicht mal mehr zusammenpuzzeln. So zerlegt war die, ne? Es war schon ein Träumchen. Ja, das kann auch passieren. Dass auf einmal mal so, ja, Windows XP Original-CD, bumm, super. Naja, was geht, aber es ist ja auch nicht verboten, sich von der originalen Windows-CD eine Sicherheitskopie zu machen. Ja, vor allem mache ich es meistens so.
Genau, meistens mache ich es nämlich auch so, dass ich mir eine Sicherheitskopie mache und diese auch benutze. Also ich mache eigentlich eine Benutzkopie, weil die Sicherung selbst, das ist die Original-CD, die liegt im Schrank. Ja, also spätestens nach diesem Vorfall hatte ich das dann so gemacht. Ja, weil das war die Original-CD. Schade aber auch. Naja, aber das ist ja auch dieses, was wir ja auch bei diesem Copyright-Podcast meinten, dieses Nachweisen, ne? Den Rechner, den habe ich vor 10 Jahren mal gekauft, aber der Kassenbon, schön, keine Ahnung, den hat die Katze gefressen oder der Hund. Der Ja, ist wie ist es? weg. Der ist weg, ja. Habe ich sein Portemonnaie weggeworfen oder keine Ahnung was. Naja, wir haben ja auch eine Kiste eigentlich mit sowas. Also wenn wir jetzt was etwas Teures kaufen oder so, aber trotzdem, also. Ne, lass mal allein Hausbrand sein oder irgendwas, ne? Obwohl beim Hausbrand ist, glaube ich, so ziemlich alles weg. Also ich weiß nicht. Also, Big Tower erstmal unter den Arm klemmen und los, ne? Nee, nix da. Also bei sowas wirklich ab durch die Tür, egal was ist. Ne? Also. Man sagt zwar, man soll ein Köfferchen packen und so was und das quasi griffbereit irgendwo aufbewahren, macht aber kein Mensch. Ja, weil, sind wir mal ehrlich, wie realistisch ist es, dass du, ja, alles brennt? Ja, wenn es brennt, also Beine in der Hand, vielleicht noch die Katze unter den Arm, aber das war's dann. Ne? Also ist auch das Vernünftigste, was man theoretisch machen kann. Weil Papier und sonst was alles ist nichts wert in dem Sinne. Wie das eigene Leben halt, ne? Gut, wir sterben ja auch öfter, ne? Ich hab's. Oh, Fatunia hat mich übrigens überholt, hast du schon gesehen? Ja, ich hab's In mitbekommen. der schönen Creeper. Todesliste. Creeper, Creeper, Creeper. Bumm. Ja, von wegen, ich bin hier der Creeper-Sterbemeister. Nee. Nee, du haust nur alle Gebäude damit weg. Gewusst wie. Nein, Spaß. Das Gebäude gefällt mir nicht. Creeper, komm mal her. Ich glaube, ich werde jetzt hier Schiffchen fahren. Ich weiß es nicht, stehe schon wieder am Meer. Und wenn ich die See sehe, brauche ich kein Meer Hast du einen mehr, Kompass aber. mit? Nö. Also, ich Ja. muss ja nur F3 drücken, dann weiß ich, in welche Richtung ich laufe. Ne? Das ist ja schon mal vorteilhaft. Ich habe eine Wo Goldrüstung willst du mit. denn hin? Ja, eigentlich zu meinem Dörfchen, aber wie gesagt, ich habe mich so doll verfranzt, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich eigentlich wirklich bin. Und jetzt bauen wir uns ein Schiffchen und dann ab die Luzi. Oh, Mist, ich habe nicht mal eine Axt bei. Dann muss es die Schaufel tun. Na komm! Ich habe auch keinen Bock, jetzt schon wieder hier irgendwo in den Berg zu meinern oder so. Jetzt fahre ich einfach mal mit dem Schiffchen durch die Gegend. Finde ich auch immer sehr entspannt. Aber ich muss ja dazu sagen, leider sind die schönen Weltmeere nicht mehr so sicher, wie sie damals einst waren. Nein, es gibt ja jetzt diese blöden Unterwasser-Dungeons und sowas, die ja super bewacht werden. Ich mag die Dinger nicht. Ich weiß nicht. Mir können die gestohlen bleiben. Brauchst du nicht. Ich fand's immer so schön, auf dem Meer übernachten und so. Ein bisschen angeln nebenbei, wenn man eine Angel mit hat. Ansonsten eben nicht. Ich habe ja selten Angel mit. Muss ich ja mal sagen. Könnt ihr auch mal angeln Aber die gehen? neuen Tempel sind richtig nice. Ja, irgendwo ist es schon nice, aber ich weiß nicht, wenn du hier so la la la, ich fahr mal einfach mal also just for fun auf dem Meer rum und deine E-Net-Leitung nicht die beste ist und du dann erst mitkriegst, dass du eigentlich gerade einen Tempel passierst. Ja, ne? Während du gerade schon totgeschossen wurdest. Dann sind die Dinger nicht mehr so nice. Oh, da unten ist ein Loch im Boden. Oh. Sunny? Nö. Dann war es meine Bronchien. Was denn? Es hat nur gequiekt. Ein wenig. Ja, ich sollte weniger rauchen, ich weiß. Sollte vielleicht auch mal wieder was zu trinken holen, weil der Und Tee wird 50 bestimmt Liter nicht wieder abbauen. wärmer. Warum hast du den Fehler gemacht? Hab genau falsch rumgebracht. Ah, nein, das ist doof. Und vor allem ohne Witz jedes Mal auf 50, also insgesamt 200 Repeater auf Stufe 3 stellen. Das ist es ja auch noch. Das macht ja noch so unglaublich viel Spaß dabei. Ja. Ja, sorry, ich muss hier ein bisschen auf den Boden achten. Nicht, dass ich hier auf einmal so eine blöde Dungeon wieder habe. So, also hier haben wir erstmal ein bisschen schönes Tal und die ganzen blöden Viecher hier wieder.
Also die Oktopusse. Oktopussi. So, und ja, da vorne ist ein Schneebiom.